kann man so wenig sehen, aber ich will hier auch nirgendwo hingehen. Also, Moment ist ja jetzt bei uns nur das, was auf der Karte ist. Und, Moment. Ach, scheiße, es wird. Nein. 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 So. Also, in den Chancen, die wir waren, das sind ja nur die, auf denen wir jetzt da drüben sind. Also, da drüben beim Lava-Team. Wir waren ungefähr da drüben bei diesem Sanddingens da in der Wüste. In der Wüstenregion. Aber wir waren da vorne noch nicht, wir waren da hinten noch nicht, also wenn wir da lang gehen in der Beta 1.8, dann bekommen wir wahrscheinlich ganz neue Länder und wenn das bis dahin da nicht klappt, dann müssen wir das wohl irgendwie in die Länge ziehen, weil ja, irgendwann muss auch mal Schluss sein, ja gut, nicht Schluss, aber wenigstens eine Pause. Ja, man kann auch nicht 100 Jahre lang das gleiche Spiel immer jeden Tag Let's Play. Das ist halt auch nicht einfach und ist auch so gut wie unmöglich. Ja, ich glaube, wir sollten gleich mal wieder ein paar Bäume fällen gehen, denn wir müssen ja auf unserem Haus dann auch weiterarbeiten. Denn sonst sieht das ja irgendwie Homo aus, wenn wir so eine, Entschuldigung, wenn wir so eine halbe Baustelle oben haben. Ja, gut, dann werden wir da hinten hingehen. Aber jetzt eben noch eine Frage, wo wir das TNT anbringen. Also wir bauen uns noch einen Strandhügel. Das hab ich auch schon erwähnt, ne? Weiß ich nicht mehr. Ach, wisst ihr, wir gehen einfach mal hin zu der Sandregion. Oh, das. Oh, da ist Lehm. Das ist Lehm. Das ist wichtig. Da können wir uns auch noch was mitmachen. Na gut, wichtig nicht, aber. Na, ja, wisst ihr, was ich meine. Oh, da ist schon Sandstone. Sandstein! Ach, irgendwie habe ich jetzt gar keinen Bock, das alles hier abzubauen. Oh, da wäre mir jetzt fast was umgefallen. Lange nicht mehr gesehen, wie es Bumm gemacht hat. Außer von Creepern, aber... Ja, wir wollen mal gucken. So, Schaufel. Dann geht es so... Oh, schade. So. TNT. TNT. Alles klar. Also, Redstone. So. So, so. So, so, so. Nein, so. Das Gras zubauen. So. Rache per Fernzünder. Na nun. Was ist da so schon gegangen? Oh, wir haben Kohle. Ich glaube, wir haben den Eingang in die Höhle gefunden. Habe ich nicht gerade gehofft, aber vermutet. Ah gut, haben wir nicht. Aber wir haben wenigstens etwas Kohle gefunden. Und auch... Kies, glaube ich, oder Geröll, keine Ahnung. Weil jetzt brauchen wir auch, wir haben noch gar nicht so viel... Oh, noch gar nicht so viel. Und das eignet sich auch gut, wenn wir mal Leber sehen wollen, wenn wir uns einen Kies im Weg machen wollen. Weil das eigentlich so gut, um Kies zu machen, also solche Kieswege, solche Wegverbindungen. Das ist auch schön, sieht auch schön aus. Oh, das ist eine Kohle. Ach du Scheiße, ist da ganz schön viel. Da so. Ich habe schon mal viele Erde abgebaut. Das kann man da ja leider nicht unterscheiden. Und den Flint zum Beispiel, den brauchen wir auch für die Pfeile. Und Dirt. Den haben wir auch.
Boah, worüber ich sehr glücklich bin, ist, dass Erde keine Gravitation hat. Also es ist, wenn es in der Luft nicht runterfällt. Man wird sich leider nie ein funktionstüchtiges Haus aus Sand bauen können. Schade. Es sei denn, man spielt auf dem Server, wo da irgendwie ein World Guard oder so, wo dann kein Block mehr eine Gravitation hat. Und, ja, keine Ahnung, Wolle nicht mehr brennen kann, Holz nicht mehr brennen kann. Ja, also man kann sie brandstecken, aber man ist brennt nicht ab, es breitet sich nicht aus. Das ist praktisch wie ein Dreck. Nether-Dreck. So, wir sind hier die Maulwürfe vom Dienst oder so. Es ist unsere Aufgabe, ihre Höhlen stets sauber zu halten. Oder was auch immer sie da freigelegt haben. Ich glaube, da ist noch mehr. Ja, da ist noch mehr Krabbel. Ich klinge schon wie so ein Baby. Mal sehen, es ist noch... Oh, da... Ach nee, Redstone-Bombe. Was zum... Scheiße, die Sonne geht schon wieder unter. Fuck, okay, dann müssen wir eben schnell wieder zurück. Kann dann hier bleiben. Scheiße. Ich habe ja gesagt, bei diesem Texture-Pack, egal, ich glaube, egal welches Texture-Pack ich nehme von Honeyball, die Sonne geht ich war jetzt auch etwas am überlegen, ob wir uns den Sonic-Comics noch holen wollen. Und dann ein Buffet angeben, womit man dann die eine Zeit auswählen kann, in der das Spiel dann auch bleibt. Das heißt, wir könnten dann Tag auswählen die ganze Zeit. Und es bleibt dann noch die ganze Zeit Tag, aber es ist dann blöd, weil es dann nicht Nacht wird und dann keine Monster spawnen. Es sei denn, in der Höhle sind wir da und es sind ganz viele Monster, aber es ist auch langweilig, wenn man sich dann nicht nachts Sport nach Hause zu kommen, ne? Hallo Hundi, wir müssen mal ein paar Freunde für euch finden, ne? So. Ich warne euch, ich hab ein Schwert. What the fuck? Du greifst mich hier nicht einfach so an, klar? Schon gut, Hundis. Komm her. Brav. Der böse Mann ist weg. Ich hasse es, wenn Skelette da um einen spawnen, dann wirst du nämlich ganz auf Bot gemacht. Ich will nicht in meinem eigenen Haus kaputt gehen. Ich warne euch. Töten noch einmal meine Hunde und ich töte dich. Och scheiße, was sollen wir denn machen? Die können doch nirgendwo diese Kackmonster spawnen. Das machen wir jetzt einfach hier. Nee, das ist zum Dingens dran. Das machen wir jetzt einfach. So. Wieso geht das nicht? So. Ja, ich werde aus meinem Bett geschoben. Oh. Meine Fresse. Ja gut, wenn die uns nicht schlafen lassen, dann bleiben wir eben wach. Das kann ich auch. Dann kann ich hier eben wenigstens schon mal meine Sachen einsortieren. So, da ist Dirt. Gehört schon mal da unten rein. Cobblestone ist da oben. Holz ist da unten. Oh, da habe ich Dirt reingebracht. Ach nee, Dirt gehört da ja auch rein. Holz ist da oben. So. Trapdoor, die packen wir mal in unsere alles mögliche Kiste da drüben. Waffen können wir da drin lassen. Wir brauchen noch eine Sandkiste. Eine Waffe.